Carabas 68 Media informiert. Nach dem aktuellen Urteil des EU-Gerichtshofes vom 01.03.2012 stehen die Telefone nicht mehr still, da jeder Informationen über den EU-Führerschein aus Tschechien benötigt. Alle Medien, voran das ARD-Morgenmagazin, aber auch WDR-Fernsehen mit dem Insider Rolf Herbrechtsmeier, Sat1, Pro7 oder RTL, berichteten mit teils gefährlichem Halbwissen, das viele Bewerber verunsicherte. Daher haben wir hier all die Fakten einmal zusammengetragen und den Ablauf, wie er bei Carabas 68 Media seriös und rechtssicher an der Tagesordnung ist, leicht erklärt. Der wichtigste Fakt ist, der Europäische Gerichtshof urteilte im Urteil C467-10 vom 01.03.2012. Die Weigerung eines Mitgliedstaates, einen Führerschein auszustellen, kann die Nichtanerkennung eines später in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Führerscheines nicht rechtfertigen. Das heißt, der EU-Führerschein, auch aus Tschechien, ist legal. Die Bedingungen wurden im früheren Urteilen klar definiert. Der wichtigste Punkt dieser Richtlinie ist die Einhaltung der 185-Tage-Regel. Der Führerscheinbewerber muss mindestens 185 Tage seinen Wohnsitz in Tschechien halten. Dazu gehört auch die Anmeldung beim Magistrat und ein echter Mietvertrag. All das wird bei Carabas 68 geboten. Nur wenn es wirklich einen echten Wohnsitz gibt, ist der Meldepflicht Genüge getan. Wie funktioniert es denn nun mit dem Erwerb des EU-Führerscheins? Nach der Anmeldung im Internet erhält der Kunde zunächst die wichtigsten Unterlagen per Post. Weiter muss der Bewerber mindestens zweimal anreisen. Einen eigenen Fahrdienst sowie die Hotelreservierung, einen persönlichen Dolmetscher und die Betreuung durch Rolf Herbrechtsmeier vor Ort sind bei Carabas 68 obligatorisch. Bei der ersten Anreise, meistens sonntags, werden alle wichtigen Unterlagen ausgefüllt und beim Magistrat wird die Anmeldung vollzogen. Die Bürgerkarte, die Sie erhalten, vergleichbar mit unserem Personalausweis, dient später zum Nachweis, dass die 185-Tage-Regel, die nicht umgangen werden kann, eingehalten wird. Auch sei erwähnt, dass alle Agenturen, die den Führerschein in 6 Wochen oder ähnliches anbieten, illegal handeln. All diese Angebote gelten als Betrug und der vermeintliche Führerscheininhaber macht sich strafbar, wegen Fahrens ohne Führerschein. Aber wieder zurück zu unserem seriösen Angebot von Carabas 68 Media. Wenn die Bürgerkarte vorliegt, erfolgt die zweite Anreise. An diesem Wochenende findet spätestens die MPU, wie auch die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung und auch die Prüfungen statt. Warum eigentlich auch die MPU? Ihr Vorteil: Sie haben bei Carabas 68 freiwillig die MPU zum EU-Führerschein gemacht. Und somit kann Ihnen in Deutschland niemand mehr vorwerfen, Sie wollen die deutsche MPU umgehen. Bei Carabas 68 bekommen Sie ein amtliches MPU-Gutachten. Die theoretische Prüfung wird bei der örtlichen Polizei abgelegt. Im Gegensatz zu der deutschen Theorie besteht die Prüfung aus 28 Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet sind. Natürlich wird der Bewerber von einem Dolmetscher und Rolf Herbrechtsmeier begleitet, um allen Problemen aus dem Wege zu gehen. Nach der Theorie geht es in Begleitung des Polizeiprüfungskommissars zur praktischen Prüfung. Auch hier muss sich kein Kunde Angst machen. Jeder, der schon mal ein Fahrzeug bewegt hat, wird hier zurechtkommen. Alle Prüfungsprotokolle werden beim Notar beglaubigt und das Verkehrsministerium stellt den legalen und rechtsgültigen Führerschein aus. Ein weiteres Schreckgespenst ist die MPU. Hier gibt es in Deutschland ja festgelegte Durchfallquoten. Auch diese kann in Tschechien bei einem vereidigten Gutachter abgelegt werden. Diese MPU findet nach deutschen Vorgaben statt und ist somit auch in Deutschland rechtskräftig. Selbst Bürger aus dem Nicht-EU-Ausland, Türken, Iraner, Perser, können den EU-Führerschein legal und rechtssicher erwerben. Jedoch hat der Mehraufwand seinen Preis. Der Nicht-EU-Bürger, zum Beispiel Türken, müssen zusätzlich von der Polizei überprüft werden und ein gesichertes Einkommen in einem EU-Staat belegen. Die Mehrkosten betragen etwa 500 bis 1000 Euro. Die Sache mit dem EU-Führerschein ist also legal.
wenn sie so durchgeführt wird wie bei Tarabas 68. Der Inhaber, Rolf Herbrechtsmeier, betreibt nicht nur die bekannte Führerscheinagentur, sondern arbeitet auch immer wieder für Medien und Behörden als Insider. Nur wer sich beim Erwerb des EU-Führerscheins an alle gesetzlichen Vorgaben hält, wird auch einen legalen und rechtssicheren Führerschein bekommen. Vor Betrügern sei hier ausdrücklich nochmal gewarnt. Vor allem Agenturen, welche die Umgehung der 185-Tage-Regel anbieten, sollten hier mit einer gesunden Skepsis betrachtet werden. Hier sollte alles sehr einfach und leicht verständlich erklärt und bebildert sein. Bei Fragen schauen Sie sich weitere Videobeiträge vom Insider Rolf Herbrechtsmeier bei YouTube an. Bei weiteren Fragen steht Ihnen das gesamte Team von Tarabas 68 Media telefonisch gerne in den Geschäftszeiten zur Verfügung. Viel Spaß!